Wenn P den Umfang eines gleichseitigen, in einem Kreis eingeschriebenen Dreiecks bezeichnet, wie groß ist dann der Flächeninhalt der entsprechenden Kreisscheibe? Wir stellen die Situation so dar, bezeichnen den Radius des Kreises mit klein r und die Seitenlänge dieses eingeschriebenen gleichseitigen Dreiecks klein s. Wir wissen, dass man den Flächeninhalt der Kreisscheibe durch Pi r Quadrat berechnet. Hier wird dieser Flächeninhalt mit Pi und P Quadrat ausgedrückt, also werden wir versuchen, einen Zusammenhang zwischen r und P herauszufinden. Und da P das Dreifache von S ist, werden wir zuerst einen Zusammenhang zwischen R und S herausfinden. Dazu vervollständigen wir die Zeichnung so. Selbstverständlich beträgt dieser Winkel 120 Grad und wir werden in diesem Dreieck zum Beispiel die Kosinusregel anwenden. Kosinusregel, die besagt, das Quadrat von einer Seite des Dreiecks, das ist die Summe der Quadrate der beiden anderen Seiten minus das Doppelprodukt dieser zwei anderen Seiten mal Cosinus von dem Winkel, den diese zwei anderen Seiten bilden, also mal Cosinus von 120 Grad. Der Cosinus von 120 Grad, das ist minus ein halbes. Also haben wir hier 2r² plus 1r², das heißt 3r². Somit wissen wir, dass s im Quadrat 3r im Quadrat ist oder auch r im Quadrat ist s² Drittel. Aber s, das ist ein Drittel vom gesamten Umfang des Dreiecks, das heißt s, das ist dasselbe wie p Drittel. Wir erinnern uns, p ist der Umfang des Dreiecks. Also können wir hier drin s durch p Drittel ersetzen und somit finden wir, dass r² dasselbe ist wie p² geteilt durch 3², das heißt 9, nochmal geteilt durch 3, also geteilt durch 27. Und somit wissen wir, dass der Flächeninhalt der Kreisscheibe pi p² geteilt durch 27 ist. Das heißt, Antwort C ist die richtige. Im nächsten Tutorial werden wir eine weitere Frage der Mathematik-Olympiade beantworten.